Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu dieser heutigen Veranstaltung. Bitcoin, Blockchain, Themen, die praktisch täglich in der Tagespresse erscheinen, mit verständlichen oder unverständlichen Artikeln. Und da möchten wir einen Beitrag leisten, oder dass Sie aus dieser Veranstaltung nach Hause gehen und sagen, jetzt weiß ich, was Bitcoin ist. Experten sagen, oder sprich auch diese Internet-Glaubensvertreter, die sagen, das ist dann das Geld 2.0, oder? Und da kommen natürlich dann sehr schnell wieder Zweifel auf, was das heißt, wenn wir die ganze Geldindustrie über den Haufen werfen. Aber Chris Dixon, der hat zum Beispiel gesagt, es gibt drei Geldphasen. Phase 1, da basierte eigentlich das Geld auf Waren, das war Warenaustausch. Dann hat er von einer zweiten Phase gesprochen, das ist dann quasi die Geschichte mit der Politik. Also jede Nation hat eigentlich eine Nationalbank und da wird eigentlich recht intensiv Währungspolitik gemacht. Und jetzt die dritte Phase, da wo wir jetzt kurz davor stehen, das wäre dann quasi die Phase, Geld ist nur noch Mathematik. Oder basiert nur noch auf mathematischen Algorithmen. Das sind also schon sehr disruptive Ansätze, die da zu Wort kommen. Und wir hoffen, dass wir das heute so präsentieren können. Und ich möchte da relativ schnell überleiten zu Matthias Stürmer. Er ist eigentlich neu unser Präsident vom Telematik-Cluster. Und diese Veranstaltung ist ja eigentlich eine Produktion in gemeinsamer Zusammenarbeit, Telematik-Cluster oder ICT-Cluster, wie es heute heißt, und Uni Bern. Und Matthias Stürmer ist Dozent an der Uni Bern für digitale Nachhaltigkeit und er hat aber auch eine Geschäftsstelle, die heißt Parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit. Und er betreibt auch noch eine Forschungsstelle digitale Nachhaltigkeit. Also Thema Nachhaltigkeit, das ist bei ihm bestens beheimatet und ich möchte jetzt direkt rüberleiten zu ihm und er wird quasi die entsprechende Einführung machen ins Thema. Vielen Dank, Andi Dürsteler von der Swisscom, Vorstandskollege und langjähriger, sehr aktives Mitglied beim ICT-Cluster Bern. Freut mich sehr, Sie heute begrüßen zu dürfen hier im Haus der Universität. Es ist wirklich eine große Freude, dass die Reihen voll sind und wir wirklich ein Thema offenbar wählen konnten, das anspricht. Ich möchte jetzt aber auch nicht zu lange machen und einfach noch kurz sagen, wer hinter diesem Anlass steht. Das ist, wie Andi Dürsteler gesagt hat, der ICT-Cluster Bern. Den gibt es schon seit 20 Jahren. Verbindet quasi Unternehmen, Behörden, Bildungsinstitutionen im Großraum Bern. Wenn man sich verbinden will, wie heute jetzt beispielsweise Networking, wenn man neue Ideen kennenlernen will, Wissenstransfer von der Hochschule in die Praxis und natürlich umgekehrt. Oder auch eben für Weiterbildung, Ausbildung ist das, versuchen wir zu vernetzen. Und eben auch die regionale ICT-Förderung ist uns ein Anliegen. In dem Sinn, wenn Sie sich mit ICT beschäftigen, werden Sie doch Mitglied von unserem ICT-Cluster Bern. Und das Zweite, was erwähnt worden ist, ist die Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit an der Uni Bern. Wir beschäftigen uns etwa so 10, 15 Leute mit diesen Themen, Open Source Software, Open Data, öffentliche Beschaffung, ICT-Beschaffung, eben digitale Nachhaltigkeit. Bitcoin ist hier noch nicht drauf, aber wenn Sie eine aktuelle Publikation von uns lesen, wir sagen, dass Bitcoin ein annähernd digital nachhaltiges Gut ist, das eben quasi durch ein sehr spannendes Ökosystem weiterentwickelt wird. Und Blockchain vielleicht in Zukunft auch, Ethereum, was wir da hören werden. Von dem her, der Bezug ist also sichergestellt. Bitcoin ist erwähnt, wie gesagt, ein Hype-Thema. Das ist der aktuelle Kurs, 921 Franken, den ich da gegoogelt habe. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt
also ein ganz normaler Kurs ist wie jeder andere Währungskurs. Werden wir nachher noch erfahren, ob man überhaupt so zeigen kann. Was feststeht, ist eben, dass er wieder mal ein bisschen angezogen hat in den letzten Monaten. Nachdem er letztes Jahr ziemlich weit runterkam, ist er jetzt gerade, glaube ich, kürzlich auf dem Allzeithoch gewesen. Und von dem her sicher ein Thema, das weiterhin interessiert. Wenn Sie bei Google oder wo auch immer Bitcoin eingeben, dann finden Sie täglich Newsartikel. Hier eben Bitcoin boomt, Western Union verliert als Beispiel. Oder eben von Tobel Investment-Idee Bitcoin. Ob das wirklich so eine gute Idee ist, hören wir nachher auch noch. Sollte man wirklich investieren in Bitcoins? Oder ist es nicht besser, einfach eine normale Währung, wo man verwenden konnte und sollte? Dann Bitcoin im Höhenrausch, titelte der Tagesanzeiger Anfangsjahr. Oder eben auch die NZZ macht sich Sorgen, was mit den Steuern und Kryptowährungen das sich auf sich hat. Also durchaus aktuelle Themen, die wir da heute anschauen. Aber eben Bitcoin ist nur der Anfang. Wir werden heute noch mehr hören über die Blockchain und bis hin zu digital autonomen Organisationen, also Firmen, die nur noch digital existieren. Umso mehr freut es mich jetzt, eben ein sehr spannendes Programm Ihnen präsentieren zu dürfen. Wir werden gleich starten mit Raphael Völmi. Anschließend hören wir Kai Brünnler von der Berner Fachhochschule. Und dann gibt es eine kleine Verschnaufpause. Bis dann haben wir dann hoffentlich reicht hoffentlich der Sauerstoff hier im Raum. Sonst melden Sie sich bitte, bevor Sie umkippen. Und dann haben wir nach der Pause quasi zwei wichtige Berner Unternehmen, die eben mit Bitcoin sich beschäftigen, die PostFinance und die Swisscom. Und was hier abgeschnitten ist, aber sicher nicht fehlen wird, ist das Apéro Riche. Von dem her können Sie nachher auch noch bleiben, für auszutauschen und eben sich zu verpflegen.